Hello, my friends. Herzlich willkommen in meinem Video. Saitama ist hier. Leute, wie geht's euch? Herzlich willkommen auf meinem Video. Heute mal wieder mit einem Opening. Nur für euch. Und zwar habe ich drei Figuren und vier Booster von One Piece. Und die öffnen wir jetzt heute. Und ich hoffe, das klappt gut. Ich habe jetzt irgendwie hier ein bisschen rumgebastelt. Mit meiner Sony-Kamera nehme ich euch gerade jetzt auf. Und mit meiner Webcam theoretisch meine Hände. Jo, ihr seht alles. Und ich würde sagen, nicht lange fackeln. Fangen wir direkt an mit der ersten Figur, die am einfachsten eingepackt ist und die zwar jetzt nicht mit dem Konzept viel zu tun hat, mit One Piece, aber trotzdem Anime und einer der besten Animes nach One Piece. Und zwar geht es um Attack on Titan. Jeder kennt Attack on Titan. Auch wenn ihr es nicht gesehen habt, ihr werdet diesen Namen wahrscheinlich schon gehört haben. Und was soll ich sagen? Der Eren hat mich überzeugt und deswegen habe ich mir seine Figur bestellt. Da ist das schöne Ding. Und es ist einfach in einer Plastiktüte gewesen. Deswegen kann man da nicht viel machen. Öffnen wir direkt aus seiner Hülle raus. Und da ist er schon. Da ist Eren Jaeger als Titanform. Der Ur-Titan. Und ich bin sehr begeistert, weil der Preis von der Figur nicht so hoch war und die Qualität aber dafür sehr, sehr schön. 12 Euro hat nur diese Figur gekostet. Dementsprechend auch keine Verpackung, ne? Ist jetzt egal, ist nicht schlimm. Aber da ist er schon. Eren Jaeger. Ich zeige euch das einmal auch hier. Eren Jaeger. Zack. Ist schon eine heftige Sache, muss ich sagen. Na, komm, da ist er. Wirklich ein Prachtstück. Ja, der kann jetzt hier auf mich aufpassen und weiter geht's. Jetzt kommen wir zu einem Paket, was tatsächlich meine Frau mir geholt hat. Sie dachte sich, ey, du bist doch ein riesen Fan von Figuren und wieso hole ich dir nicht mal eine Figur? Und diese Figur ist ein Geschenk meiner Frau. Den machen wir zusammen auf. Und ich hoffe, es ist gut von der Bearbeitung her, weil das mir ist mir am wichtigsten. Aber da es ein Geschenk ist, bin ich natürlich sehr, sehr zufrieden. Und es geht weiter. Mit Lorena Zorro. Da ist er doch. Ich kann den gerade nicht so gut hier zeigen. Deswegen packen wir den direkt raus, damit man mehr von der Kamera sieht. Hier vielleicht noch einmal oben. Nicht viel reden. Machen. Da ist mal ein bisschen Klebestreifen dran. Ja, ich weiß nicht, wo mein toller Messer ist. Sonst habe ich immer den Messer hier gehabt. Egal, machen wir einfach mit vorne. Oder Schraubenzieher. So, da ist er schon in vielen Einzelstücken. Packen wir den jetzt komplett nochmal raus. Das wird jetzt gerade ein bisschen laut. Tut mir leid.
So. Ich glaube, du müsstest ja nicht miterleben. Ich hole schon mal die Einzelstücke raus. Ja. 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 Wie ich mir gedacht habe, die Bilder können täuschen. Guckt euch mal bitte diese Gesichter an. Also das kann doch nicht sein, oder? Das ist doch eine Frechheit gegenüber Zorro. Allein die Haarfarbe hier. Also das wurde bestellt von Tui oder so, wie das heißt. Und... Also die Figur spricht sich von der Farbe und von der Bearbeitung. Man kann es trotzdem einmal dran machen. Ich hoffe, ich bin richtig. Nein. So. Da. Das hat er, glaube ich, nicht in der Hand gehabt. Vielleicht hier. Nein. Kann man die nicht irgendwo reinstecken? Nein. Auch gut. Einer von denen muss ans Mund, aber... Da. So. Kann man das irgendwie an seinem Mund festmachen. Und dann auf den Kopf drauf. Okay. Ist sehr schnell abgefallen. Und die anderen sollen halt irgendwie in die Hand rein. Ich weiß jetzt nicht wie. Okay. Das sieht nicht richtig aus. Eine Ewigkeit später. Wenn ihr was bestellt von Wish, Tui oder so, dann überlegt euch das dreimal. Tja, so sieht das Ganze aus. Ich zeige euch das einmal hier. Und dann so ein bisschen. Also kann man machen, sieht schön aus. Aber dann lieber das Geld für was anderes sparen, weil muss man nicht machen, ne? Ganz ehrlich. Aber trotzdem Dank an meine Frau, dass sie an mich gedacht hat. Und ich habe sie auch selber gesagt, bestell ruhig. Ich habe jetzt nicht mit so einer schlechten Qualität gerechnet, ehrlich gesagt. Aber diese japanischen Märkte haben mich wiederum enttäuscht. Also ich habe selber mal über Wish, zeige ich euch jetzt mal. Ist zwar ein bisschen Spoiler an Leute, die gerade One Piece schauen. Und die vielleicht nicht so weit sind, aber ich hatte mal das hier geholt von Wish und die Qualität ist hervorragend, ehrlich gesagt, Bombe. Allein hier am Hut seht ihr diese drei Striche, die genäht wurden damals, und dann das hier. Stabil, einfach. Die Faust
mit dem Blitz. Ich glaube, die Szene kommt noch. Oh, ich habe schon lange keine One Piece geguckt. Ich sag schon, man muss schon aufpassen, was man bestellt, weil manchmal kommen die halt nicht gut raus. Und jetzt kommt die dritte Figur, die ich von der Gamescom mitgebracht habe. Sabo. Ich war direkt verliebt in die Figur und dachte mir, ey, die muss ich mitnehmen. Und ja, die Verpackung ist wieder so ein bisschen trocken. Habe ich jetzt nicht erwartet. Normalerweise sind die immer so in einem Plastikdingen drin. Der ist jetzt irgendwie so in einem Holzdingen drin. Ne? Keine Ahnung wieso. Ist nicht schlimm. Boah. Das ist der Oberkörper. Und der ist fast so groß wie mein Kopf. Und die Bearbeitung. Heftig. Ehrlich. Die ist richtig gut. Die ist richtig gut. Die gefällt mir auf jeden Fall. Da hat sich der Preis auf jeden Fall gelohnt. Mega. Schaut mal, wie groß der ist. Der ist so groß wie meine Ruffy-Figur, die da hinten ist. Die mein Kollege mir geholt hatte. Boah, die wird einen besonderen Platz bekommen. Einfach weil es Sabo ist. Ehrenmann. So, darf natürlich das hier nicht fehlen. Denn Rohr, den er immer noch hat, seit klein auf. Heftig. Die kommt auch schon hier rein, glaube ich. Oh, ich muss die hier reinschieben. Sehe ich gerade, glaube ich. Sieht so aus. Oder die andere Seite. Okay. Hä? Das ist ein bisschen eng. Da gibt es bestimmt eine Lösung. Das mit den mit den Sachen hier, mit dem Stab und so. Ich weiß, die wollen das bisschen immer alles eng lassen. So ist gut. Zack. Da ist er schon. Heftig. Sabo. Sabo. Tja. Ich bin happy. Ich bin happy. Das Einzige, was mich so ein bisschen nicht nur ganz bisschen enttäuscht hat, ist die Farbe und das Gesicht von Zorro. Aber Alhamdulillah, boah, ich bin glücklich, dass ich wenigstens eine Frau habe, die an mich denkt. Ne? So, jetzt kommen wir zum letzten Teil oder letzten Part, so wie ich es jetzt sagen würde. Und zwar ziehen wir die Booster. Also ich habe mir jetzt nur 4 Booster geholt und dachte mir, wir öffnen die zusammen. Ich würde sagen, hier sehen wir schon ein Teil zum Abreißen und wir legen auch direkt los. Ich glaube, hier musste ich meine Karten nach hinten verschieben. Kann man direkt durch und fangen direkt hier an. Mino Zebra, Fossa, Charm, oh, von den Black Piraten. Oh, Yosaku und Johnny, die bei Along Arc zu sehen waren. Direkt danach schon Along mit seiner Attacke. Porgy,
sagt mir irgendwie nicht nichts. Galela Company ist, glaube ich, in Waterdings gewesen. Zambai, einer der Frankies Männer. Crossfire, Ace, schon wieder direkt Herzschmerz, Alter, wenn ich Ace sehe. Oh, Kurobi, ne? Oder Schwarzgurt. Und dann Khalifa. Okay. Und was haben wir dahinter? Buzzgott Moshi. Okay. Erstmal Khalifa. Eine schöne Karte auf jeden Fall. Glänzt ein bisschen. Und danach direkt Buzzgott Moshi. Sieht nice aus. Ich weiß nicht, ob die was wert ist. Und ja. Direkt mit der zweiten. Ich glaube, das Öffnen braucht ihr jetzt nicht jedes Mal miterleben. Ja, dann nehmen wir mal direkt die hintere Karte hier. Ne, nehmen wir weg. Fangen wir an. Weiter geht's mit Buggy. Kiwi in Mozu, auch von dem Frankie. Von Frankie, einer der Frankies Männer. Bossa, doppelt. Jerry. Doch nämlich Hull, Dismantle Slash. Nero. Die Artworks sind aber auf jeden Fall heftiger als sonst immer. Allein, schaut euch mal Buggy an. Ehrlich. Das sieht schon heftig aus. People Lulu. Und dann Kuro, also Captain Black. Und Belmer. Voila, krass. Diese Artwork und diese Emotion, die eigentlich dahinter ist. Und jetzt kommen wir. Deathly Poison Gas Bomb. Sieht aus wie eine Attacke von Don Krieg. Irgendwie die letzten Karten sind jetzt immer Attacken gewesen. Ne? Ich will mal jetzt was Krasses bekommen. Irgendwie so eine heftige Karte oder so. Wäre schon jetzt nice. Und nicht so viele doppelte Karten. Ich meine, bei 4 Boostern werden wir jetzt nicht was Heftiges ziehen können. So, jetzt kommen wir weiter. Charm. Genzo. Den kennen wir alle. Minotaurus, ne, kennen wir auch. Pirate Doll. Das ist die Attacke von Ace gewesen. Enies Lobby. Dann wieder Smanslash. Bobbin. Diese Disposer. Adio. Okay. Nojiko, die Schwester von Nami. Kuro wieder. Wieder Belmer, Alter. Was geht denn hier ab? Bei 4 Boostern, dass man die doppelt bekommt. Und dann dahinter Streusen. Der Kuchenmacher von Big Mom. Ja. Also, dass wir jetzt Belmer zweimal gezogen haben in 4 Boostern, ist schon ein bisschen traurig, muss ich sagen. So, die letzte Karte ist wieder nichts Besonderes. So. Kami von Fischmenseninsel. Tillet Stone, Jabra, CP9, Gaimon, haben wir gesehen, als Buggy mit ihm war, ne? Oh, Striker, Ace, wieder diese Attacke. Speed Jill, Erdor, Dordor-Frucht, Tarnay, Along, Charlotte Smoothie. Ich ziehe irgendwie nur Frauen am Ende. Und Iso, Alter, geil. Die Karte ist vielleicht nichts wert, aber der Mann hat einen Wert. Der Mann hat einen Wert. Iso. So, ja, war spannend. 4 Booster. War jetzt nicht viel. Wenn euch das gefallen hat, kann ich
hoffentlich mal irgendwann ein Display wiederholen. Und wir ziehen uns dann ein Display. Das war's mit dem Video und ich hoffe, euch hat's gefallen. Es war diesmal was anderes und wenn ihr ein paar andere Ideen habt, was ich machen kann, natürlich bitte in den Kommentaren reinschreiben. Ich bin für alles offen und ich respektiere auch die Meinung meiner Zuschauer und möchte euch natürlich gerne zufriedenstellen. Deswegen, wenn ihr was anderes sehen wollt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr sagt, ey, dieses Konzept war nicht schlecht mit Paket öffnen, wieso nicht? Na, natürlich, wenn wir jetzt mehr Zuschauer hätten, würde ich sogar Pakete annehmen und Pakete von den Zuschauern öffnen. Wäre auch noch eine Option. Aber ich bin zufrieden gerade und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Kommentar da, gebt ein Like, lasst ein Follow da und vergisst mich nicht. Ich küsse eure Augen. Ciao.